So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich war nämlich gestern mit Pupsi unterwegs und da habe ich was entdeckt im Lidl, genau, so heißt der Laden. Diese riesengroße Pizza, guckt euch das an, von Papa Tonis. Papa Tonis Pizza Gigante gab es als Mozzarella oder Margherita. Keine Ahnung. Und als Salame mit 100% Mozzarella. Da ist also gar keine Salami drauf, nur Mozzarella. Die sieht auf der Kamera jetzt gar nicht so fett aus, ist aber eigentlich richtig groß, richtig genial, richtig brutal. Die wollen wir heute mal machen, die mal probieren. Das ist auch gut, weil die ist nicht gefroren. Ihr wisst, es gibt ja auch diese Fertigpizzen da im Kaufland, gab es die immer, die da rumgelegen haben. Das ist jetzt eine XXL-Version davon, nur vom Lidl. Und ich finde auch schon, die Verpackung sieht eigentlich richtig cool aus. Dieser Karton, dieser billige, verschmierte Karton und mit diesem Sichtfenster darin und dass sie so gigantisch aussieht, das hat mich interessiert, wie die schmeckt. Take and Bake, ne? 850 Gramm, 7 bis 9 Minuten braucht ihr auch nur, da die ja nicht gefroren ist. Im Kaufland diese anderen Fertigpizzen, die nicht gefroren sind, die sind ja eigentlich nur in so einer Kunststoffschale, wo man einfach nur oben aufzieht und dann nimmt man die raus. Das aber hier extra in so einem fetten Karton verpackt. Den wollen wir jetzt hier auch mal aufmachen für euch. Leider, wenn wir den aufgemacht haben, können wir den wahrscheinlich wegschmeißen. Weil nochmal zumachen ohne Inhalt bringt ja auch nichts. Die sitzt auf jeden Fall neben der Kamera und guckt gespannt, wie der Ramses hier die Pizza versucht aufzumachen. Wir sind gleich durch, nehmen die mal raus und guckt euch das an, was das für ein dicker Louis ist hier. Die ist auf jeden Fall größer als mein Kopf, wenn man die so davor packt. Ein richtiger Brocken. Der Adi ist auch am Start. Der Adi, der muss auch schon gucken. Wenn wir die auf die Hand nehmen, die fällt einfach überall runter. Die ist aber schön weich. Die kann man hier so drehen, man kann damit rumspielen. Wir machen die jetzt erstmal warm und dann melden wir uns gleich zurück. Gucken mal, wie die schmeckt. So, die Pizza ist jetzt fertig. Ne? Ich muss euch leider berichten, Pupsi hat sich schon was von der Pizza abgeschnitten. Das sieht jetzt gar nicht mehr so gut aus, wie es davor ausgesehen hat. Sieht aber ganz knusprig aus. Trotzdem riecht auch einigermaßen gut. Und weil ich nicht wusste, auf welchen Teller ich das packen soll, weil das einfach so groß ist, habe ich die hässliche Pappverpackung jetzt einfach rumgedreht. Hab das einfach auf die Pappverpackung draufgelegt. Hier seht ihr jetzt Papa Tonis Pizza Gigante Pizza und einfach nur schön, dass Pupsi genau das Stück rausgeschnitten hat, dass man das erkennen kann. Hier habt ihr die extrem fettige Salami, die extrem fettig aussieht und überall rumtropft. Wir werden uns da jetzt ein Stück, also so eine ganz kleine Ecke, erstmal rausschneiden und mal den Geschmack aufnehmen, mal probieren. Wieso ist das schon wieder alles so blau? Das muss richtig strahlen. So, wir, was nehmen wir denn? Ein Stück mit Salami, ein Stück ohne Salami, ein Stück einfach ohne irgendwas. Wir nehmen mal so eine ganz kleine Ecke so vom Rand. Ungefähr so, dass das aussieht, als wäre das ein kleines Miniatur-Pizzastück. Jetzt haben wir zwar keine Salami, aber wir haben den Boden, wir haben den die Grundierung. Guck mal, wie das schmeckt. Ist auf jeden Fall ein guter Boden. Also in dem Sinne, dass er jetzt richtig crunchy ist. Ich weiß nicht, wie Pupsi das immer sieht. Die macht ja auch immer die Ränder ab überall. Obwohl, gut, der Boden wirkt gerade etwas trocken. Also im Nachhinein, wenn ihr kaut, dass er dann plötzlich immer mehr wird. Und wir versuchen jetzt mal extra hier so ein Stück von dem Boden rauszuschneiden, wo Salami drauf ist. Dass wir einfach ein exquisites Stück mit Salami vom Boden abmachen. Sieht dann so aus, wenn wir es rumdrehen, ist da genau eine Scheibe Salami drauf, wie ihr seht. Sieht auch lustig aus.
wenn man das jetzt rausgeschnitten hat und in der Pizza ist jetzt einfach hier so ein Quadrat raus, fehlt, ist übrig. Ne, ist nicht übrig, fehlt halt einfach nur. Aber probier mal das mit der Salami. Das müsste auf jeden Fall jetzt richtig durchfliegen. Half. Half. Also die Salami ist würzig, okay. Aber ich glaube, selbst hier auf dieser Pizza, auf dieser Ja-Edel-Salami-Pizza vom Rewe, die ist so billig, schmeckt mir die Salami irgendwie besser. Die schmeckt nach Salami, aber irgendwie hat die andere vielleicht mehr Konservierungsstoffe, ich weiß es nicht. Die andere ist noch ein Stück würziger und nicht so fettig. Und das ist das, worum es gerade geht. Denn ihr esst dieses Stück mit dieser Salami drauf und das ist so schmierig und fettig im Mund. Und dann habt ihr so ein bisschen Salami-Geschmack, aber dieses schmierige, fettige überwiegt irgendwie. Ohne Salami ist es irgendwo etwas zu trocken vom Boden her, obwohl der Boden sehr knusprig ist. Mit der Salami ist es aber zu fettig. Da müsste also ein Gleichgewicht hergestellt werden, was ich jetzt so nicht finde. Bin mal gespannt, ob Pupsi noch was möchte dann davon oder ob ich jetzt den Rest alleine essen muss. Ich habe mir aber überlegt, für den Rest, wir nehmen die einfach, gibt so ein Lifehack, ihr macht hier hinten so einen Knick rein, dann könnt ihr die einfach so zusammenfalten und dann könnt ihr anfangen, hier die Pizza zu essen, wie so eine Pizzatasche und könnt euch da durcharbeiten. Und vielleicht habt ihr dann ein Stück, wo ihr nur Boden habt, unten und ein Stück mit Salami oben drüber. Und diese Kombination entzieht dieser fettigen Salami das Fett und gibt dem trockenen Boden etwas Flüssigkeit, sodass das zusammen dann einfach besser harmoniert. Habt ihr die auch schon mal gesehen? Im Lidl, Papa Tonis. In so einem schönen Pappkarton, nicht gekühlt, sondern einfach nur, nicht gefroren, sondern einfach nur gekühlt. Finde ich eigentlich immer gut, solche Sachen, aber die aufgrund der Größe und dem dadurch dickeren Boden ist halt jetzt wieder so eine Sache für sich. Man kann sich da jetzt auch Soße drauf machen oder irgendwas. Ich glaube, so als Doppeldecker geht das aber. Da funktioniert das einfach besser. Wir werden das jetzt noch fertig essen und den Adi noch ein bisschen ärgern. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.